Hallo, wir haben heute wieder ein Kulturfrühstück der Landtagsfraktion machen können, nach langer Pause, wo das nicht möglich war. Diesmal waren wir in Krefeld und passenderweise zum Thema Kunstmarkt und Corona, Auswirkungen von Lockdowns auf den Kunstmarkt, auf Künstlerinnen und Künstler. Hier im wunderschönen Verve5, einer neuen Location, die ich sehr empfehle. Und es hat großen Spaß gemacht, endlich wieder mit vielen Leuten zusammenzukommen und über Kultur zu reden. Mein Name ist Nadine Oberstedt-Bleck. Ich bin die Direktorin des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung, kurz ZADIC. Wir sind ein wissenschaftliches Institut der Universität zu Köln. Und in der heutigen Diskussion war es wichtig, nochmal herauszustellen, welche Beiträge Kulturschaffende und Kulturvermittelnde in der Geschichte, der Kunstgeschichte beigetragen haben und wie man auch in Zeiten der Pandemie von vergangenen Geschäftsmodellen, von Netzwerken und dem Verhalten der verschiedenen Akteurinnen und Akteure lernen kann. Hallo, mein Name ist Max Meyer. Ich war heute hier in der Funktion des Galeristen. Ich betreibe die gleichnamige Galerie in Düsseldorf im Schmela Haus. Ein Thema, was für mich heute sehr geblieben ist, sind die unterschiedlichen Umsatzsteuersätze. Der reduzierte bzw. der volle, der greift, wenn Künstlerinnen und Künstler direkt verkaufen bzw. wenn Galerien verkaufen. Das ist ein extremer Standortnachteil, den ich auch im Vergleich zu den europäischen Kollegen habe, wo auf jeden Fall nachjustiert werden muss und etwas geschehen muss. Wir in der Galerie haben sehr viele persönliche Treffen gehabt, wo wir sehr viel Zeit investiert haben in die Vermittlungsarbeit und sind dadurch eigentlich auch ganz gut durch die Krise gekommen. Ja, schönen guten Tag. Ich bin Katja Baudin, die Direktorin der Kunstmuseen Krefeld. Corona hat auch so einige Spuren auf unsere Arbeit hinterlassen. Wir freuen uns natürlich jetzt wieder für unsere Besucher geöffnet zu sein. Aber schließlich und endlich erwarten wir jetzt nicht nur, dass die Besucher zu uns kommen, sondern wir gehen auch in den Wohnzimmern von jedem rein, der uns sein Wohnzimmer öffnet. Insbesondere durch verschiedene Social-Media-Angebote, aber eben auch durch Offsite-Angebote, wo wir wirklich direkt mit gezielten Gruppen zusammenarbeiten. Das sind so einige von den Folgen, die Corona uns gelehrt haben. So haben wir jetzt nicht nur Fans hier in Krefeld, aber auch einige außerhalb Krefeld, sogar in den Vereinigten Staaten oder noch weiter weg. Das Ganze eigentlich auch dank der Corona-Krise.